So, und da haben wir auch einen Bogner gleich. Bauernbogenschützen, das klingt ja vielversprechend. Trotz der Tatsache, dass jeder Bauernjunge schon in seiner Kindheit das Bespannen von Bögen erlernt, wird jeder Herr, der einen Bogen- oder Armbrustschützeneinheit einsetzen will, zunächst einmal einen professionellen Bogner einstellen. Als spezialisierter Tischler verfügt der Bogner über alle Werkzeuge und Instrumente, die für das Formen und die Behandlung von Bogenholz sowie das Drehen und Harzen der Bogenbespannung erforderlich sind. Außerdem besitzt er natürlich auch eine gute Auswahl an Vogelfedern zum Bewiedern zahlloser Pfeile. Also die Musterungshalle, oh Gott. Ich glaube, das ist sogar noch schlechter als das, was wir in Bologna haben. Da haben wir nämlich schon eine Ortswache. Eine Ortswache können wir ja, genau, Stadtmiliz holen. Und hier haben wir in der Burg die Möglichkeit, Bauernholz herzuholen. Obwohl, das sind tatsächlich unterschiedliche Dinge. Hier haben wir die Garnisonsquartier. Jedenfalls eine Musterungshalle ermöglicht die Selektierung von potenziellen Soldaten zwecks anschließender Grundausbildung. Dabei gilt das Motto, wenn ein Mann in der Lage ist, aufrecht zu stehen und einen Speer zu halten, dann ist er ein Soldat, in gewisser Weise. Eine Musterungshalle bietet den Kommandanten die Gelegenheit, sich die potenziellen Truppenangehörigen und ihre Fähigkeiten genau anzuschauen, bevor sie mit ihnen in die Schlacht ziehen. Gute Bauern, okay. Es war Innsbruck, Bogner und Musterungshalle und Holzburg. Okay, Staufen ist nicht besser. Nürnberg hat Rodung, Ortswache und das. Oh, Frankfurt. Ich glaube, Frankfurt war ja auch unsere Hauptstadt, nicht wahr? Reichshauptstadt. Wir haben eine Ortswache und eine kleine Kirche. Religion, Konvertierungsbonus. Aha. Und wir können Priester herholen. Kleine Kirche. Aufgrund der im Mittelalter allgegenwärtigen Ergebenheit in Gott wurden selbst die kleinsten Gotteshäuser in ihren Gemeinden hochgeachtet. Für katholische Verhältnisse zwar relativ bescheiden, ist die kleine Kirche dennoch solide gebaut und gehört in der Regel zu den beeindruckendsten Bauwerken im Ort. Sie bekehrt einen geringen Prozentsatz der Bevölkerung zum Katholizismus, ihr Klerus ist allerdings zu klein, um einen Missionar hervorbringen zu können. Nein, nicht wirklich, wir können Priester herholen, der kann ja auch irgendwo hingehen. Und wir haben ein Rathaus. Öffentliche Ordnung und Gesundheit, okay, und Diplomat können wir da herholen. Obwohl die meisten Bauern die örtlichen Regierungsbehörden lieber heute als morgen in die Wüste schicken würden, ist es doch eine Tatsache, dass eine wachsende Siedlung ohne ein Rathaus, das sich um die Verwaltungsangelegenheiten kümmert, vermutlich für alle Zeiten eine ständig vom Untergang bedrohte Lasterhöhle, beziehungsweise es würde fast immer eine ständig vom Untergang bedrohte Lasterhöhle bleiben. Das Rathaus dient in erster Linie als Verwaltungszentrale und Gerichtsgebäude, damit sichergestellt ist, dass eine gewisse Ordnung in der Siedlung herrscht, was sogar den Bauern gefallen dürfte. Ja. Sonst klaut man ja denen das Korn. Dazu schauen wir uns jetzt den Kornmarkt an. Steigen von Handelsgütern und Kaufmann. Ich hätte gern Kaufmann. Ein Nahrungsmittelmarkt bildet die Grundlage des Handelsgewerbes und kennzeichnet den Beginn der Entstehung eines kaufmännischen Standes in der Gesellschaft. Darüber hinaus bietet der Handel im Vergleich zur landwirtschaftlichen Bebauung der Felder einen sehr viel sicheren und weitaus müheloseren Weg zum Reichtum und Wohlstand. Die erwirtschafteten Handelserträge können natürlich auch von der herrschenden Klasse besteuert und dann für die Anschaffung sinnvollerer Dinge verwendet werden als im Bauch von billigem Tar, den sich die dicke, stets griesgrimmige Kaufmannsfrau davon leisten würde. Und wir haben einen Trampelpfad. Ja, verbesserte Straßen und Handel in dem Maße, in dem die Zahl der in einer Region zu befördernden Güter und Personen steigt, wächst auch der Bedarf in befestigten Straßen. Zwar gibt es bereits Wege an fast allen bevölkerten Orten der bekannten Welt, dennoch wird es sich für die einheimische herrschende Klasse lohnen, das Geröll räumen, das Erdrecht zu plattieren und Trampelpfade errichten zu lassen, denn dies wird
schon bald einen verbesserten Truppentransport und einen Handelsertrag nach sich ziehen. Ja, alle Straßen, die wir als Römer gebaut haben, sind weg. So ist das manchmal. Okay. Oh, auf die Truppen gehe ich jetzt nicht allein, das machen wir dann in der nächsten Runde. Wir könnten aber schon mal hier die gute Agnes losschicken. Und wir verhandeln mal... Oh, wir haben auch noch Wien. Okay, Kornmarkt und so weiter haben wir. Wien habe ich ja komplett übersehen. Ist auch eine Kleinstadt. Okay, wir schicken mal die Agnes los. Wir haben hier unten einen Diplomaten von einen venezianischen Diplomaten. Dann handel mal mit dem. Wir wollen Handelsabkommen. Hier ist auch schon ein Kaufmann von Mailand. So, und was macht der Kardinal? Der steht hier rum und sagt, ja, hier ist 80% alles katholisch, 90%. Wo ist denn das Mindeste? 80%? Dann schicken wir ihn doch dorthin. Ist eigentlich ganz gut in Wien auch. 90%. Ja, dann kann er hier warten. Er bleibt beim Wein. Das ist auch nicht schlecht. So, und was haben wir hier hin? Eine Truppe. Ja, mein Kaiser. Die würde ich jetzt nicht einfach so losschicken, obwohl er da schon mal belagern kann. Ja, Kaiser. Wir werden sie für euch besiegen, mein Kaiser. Belagern die Siedlung, Kaiser. Dankeschön. Das ist nämlich Hamburg, eine Burg, und die gehörte gerade den Rebellen. Und eine Burgverbesserung, genau. Und was können wir hier machen? Genau, wie in Rome Total War. Wir haben die Möglichkeit zwischen drei verschiedenen Belagerungsausrüstungen. Ist eine Burg. Ich nehme zwei Rammböcke und vier Leitern. Das sollte schon gehen. Das sind zwei Runden. Wir können auch nicht angreifen, weil wir nicht durch die Tore kommen. Oder über die Mauern. Deswegen belagern wir erstmal. Die Armee belagert weiter, Kaiser. So, und dann schicken wir denen auch gleich mal Verstärkung. Die Bauern können wir in Frankfurt lassen. Wir schicken einmal Dietrich von Sachsen nach oben mit der Sperrmiliz und Bauernbogenschützen, die sollen immer unterstützen. Ja, genug marschiert für heute. So, und dasselbe würde ich auch gerne für die Siedlung hier oben machen. Schick mir da auch mal von Innsbruck ein paar Leute hin. Hat Nürnberg General? Ja. Dann lassen wir Otto von Kassel in Innsbruck und schicken die erstmal nach Nürnberg. Ja, die heutige Reise ist vorbei. Wir können auch schon eine Stadtmiliz herholen. Die kann ich auch gleich vorlesen. Stadtmiliz. Die ist halt relativ schwach. 5 Angriff, 2 Ansturmbonus, defensive Gesamt 5. Trefferpunkte 1, okay. Er hat einen Kampfbonus in Wäldern und oder Schnee. Mhm. Diese Männer sind Bürger und Bauern, die eingezogen wurden, um Städte und Straßen zu verteidigen und Armeen zu verstärken. Durch ihre Ausbildung und ihre Speere und Schilde sind diese Einheiten effektiv in der Verteidigung. Aber wegen ihrer geringen Panzerung sollten sie nicht auf einem offenen Schlachtfeld eingesetzt werden. Ja, dann bleiben die in der Stadt. Die sollen zurückbleiben, während die Truppe dann weggeht. So, wir haben auch relativ wenig Geld. Können wir auch mal die Finanzübersicht anschauen. Ja, das meiste machen wir gerade durch Steuern. Handel will ich unbedingt erhöhen. Farmwesen ist auch ganz gut. Armeeunterhalt ist enorm. Rekrutierung haben wir gerade reingesetzt, ja, Sold. Korruption sonstiges leider. Obwohl das auch Einnahmen bringt. Wäre ich doch nicht so schlecht. Okay, die setzen wir dann hier ein. Habe ich hier noch eine Rebellensiedlung? Nö. Dann verteidigen wir Staufen und wir schauen mal in Bologna nach. Wir geben nicht so viel Geld aus. Was ich gerne haben wollen würde, wäre erstmal, wir setzen wie immer auf Handel und verbessern mal die Wege. Hier mit dem Trampelpfad. Eine Runde, das geht. So, dasselbe wollen wir in Wien haben. Hier mit dem Trampelpfad. Ist auch günstig. Innsbruck, erstmal alles mit Wegen auskleiden. So, Nürnberg, die haben echt gar keine Wege. Hier ist schon automatisch was eingestellt. Das wollen wir natürlich nicht. Dann machen wir gleich was anderes. Wir haben alle Siedlungen, glaube ich, ausgewählt. Okay, Frankfurt. Was hätte ich gern in Frankfurt? Eine Stadtgarde, ein Ballisten, Ledergerber, Markt. Markt klingt ganz nett. Rodung. Kirche, Bordell. Minen klingt auch nicht schlecht. Dann machen wir doch mal hier Minen. Aber eine Rodung
Nee, ich will mehr Geld. Minen geht am besten. Okay, das ist nur, wenn ich das hier aktiviere. So, her mit den Minen. Minen. Zwar sind in der Wildnis durchaus auch Erzkommen an der Erdoberfläche zu finden, der Förderungsausstoß wird aber ohne geeignete Minen, die den Zugang zu den großen unterirdischen Erzdepots überhaupt erst ermöglichen, bestenfalls, naja, minimal ausfallen. Im Gegensatz dazu wird die Erzförderung in Regionen, in denen Minen eingesetzt werden, erheblich ansteigen. Ich hoffe es doch. So, und dann sind wir soweit mit der ersten Runde fertig. Florenz ist auch von den Rebellen besetzt. Will ich Florenz haben? Ich könnte eigentlich schnell Truppen nach Florenz schicken. Oh je, schaffen wir das? Palisaden. Wir könnten es versuchen. Ich bin mutig. Wir schicken die Bauern nicht mit. Für den Ruhm des Reiches! Beginne die Belagerung, drei. Edler Kaiser! Genau, wir belagern mit drei Rammböcken. Gibt es auch einen Text? Nö. Nehmen wir nun die Mauern ein, mein Kaiser? Für das Reich! Wir könnten sogar... Ah, okay, das sind die Söldner. Okay, die könnten wir herholen. Söldner Speerträger, Söldner Armbrustschützen. Bauernbogenschützen, Armbrustschützen, Armbrust klingt schon edler. Bauernbogenschützen. Ja, die haben Fernkampfangriff von 5. Und fast gar keine Defensive, nur ein Stück, sind halt Bauern. Aber sie können Brandpfeile benutzen, okay. Während die meisten europäischen Bauern zum Kriegsdienst gezwungen werden mussten, freuten sich andere über die Möglichkeit, etwas zu verdienen und zu reisen. Ihre Bogen sind eher für die Jagd gedacht und nur gegen leicht gepanzerte Einheiten effektiv. Sie tragen zusätzlich ein Messer, sollten sich aber aus dem Nahkampf heraushalten. Mhm. Der Söldner Armbrustschütze, das ist schon Unterschied. Fernkampfangriff Bonus 12. Mehr als doppelt so stark. Und 7-mal stärker in der Defensive. Landstrecken Fernkampfwaffe. Effektiv gegen Panzerungen. Okay, das klingt interessant. Die Armbrust ist, anders als andere Fernkampfwaffen, schon in ungeschulten Händen eine mächtige Waffe. Die Feuerrate ist niedrig und die Schussweite reicht nicht an die von Bögen heran. Doch die Durchschlagskraft gleicht das wieder aus. Söldner Armbrustschützen werden als käufliche Fernkampfeinheit geschätzt. Klingt schon gut. Aber 860 an Kosten und 180 an Unterhalt ist schon enorm teuer. 860 und 180, was kostet so ein Bogenschütze? Ja, der Unterhalt ist halt fast doppelt so teuer, aber die Rekrutierungskosten 4-mal ungefähr. Eieiei. Gut, dann haben wir eine Mission. Nö. Ab in die nächste Runde. Obwohl, ich hätte gern... Da war ein Kaufmann, nicht wahr? Ja, ich hätte gern einen Kaufmann. Der gute Kaufmann. Kaufleute sind Agenten, die für ihren Herren Handelsrouten zwischen entlegenen fremden Ressourcen und dem eigenen Markt einrichten. Mit dem Vorwort eines privaten Betriebs können Kaufleute durch feindliche Länder ziehen, ohne verdächtig zu sein oder diplomatische Konsequenzen auszulösen. Wenn Kaufleute derart zusammenarbeiten, dass sie für eine bestimmte Ressource ein Monopol haben, generieren sie zusätzliche Einnahmen für ihre Seite. Verfeindete Kaufleute können eine feindliche Übernahme des Geschäftes des anderen versuchen, so die Karriere des Widersachers beenden. Okay, das lassen wir aber erstmal und wir gehen in die nächste Runde. Seid gegrüßt. Unsere Völker haben etwas zu bereden. Aha, hier kommt gleich Venedig auf uns zu. Handelsrechte und Karteninformationen. Die wollen von uns nichts, nur Handelsrechte. Das klingt erstmal super. Eure Zustimmung zeigt, dass ihr sowohl weise als auch großzügig seid. Natürlich, es geht ja um mich. Ich bin ja toll. Ihr scheint sehr verständig. Lebt wohl. Und die neue Mission nimmt die Rebellensiedlung ein.
Das kommt von unserem Adelsrat. Wir haben 15 Runden Zeit und unsere große Nation erscheint schwach, wenn sie die Unverschämtheit der Aufständischen toleriert. Der Rat empfiehlt euch, diese Rebellensiedlung zu erobern und eure Autorität durchzusetzen. Nehmt Magdeburg ein, schnell. Ihr bekommt zur Belohnung ein paar der besten momentan erhältlichen Einheiten. Okay, auf geht's nach Magdeburg. Dann schicken wir die Truppen nicht hier zu der Kleinstadt, sondern nach oben nach Magdeburg. Hier haben wir leider Rebellen, das ist blöd. Wollt ihr die Macht des Reiches spüren, dann kommt näher! Nein, 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 bloß nicht. So, Rundenbericht. Gewinn minus 5702. Wir haben gar kein Geld mehr. Okay, wir haben natürlich sehr viel ausgegeben. Finanzen, okay, Einnahmen. Schauen wir mal finanzmäßig rein. Gewinn geplant. Oh, geplanter Gewinn minus 328. Das ist gerade schlecht. Wir machen jetzt schon Verlust. Aber wir sind die größte Seite, das ist doch was. Unser Königreich ist zu einem wahren Imperium herangewachsen. Ihr herrscht nun über das größte Gebiet aller bedeutsamen Mächte. Die Grenzen eures Königreichs mögen beeindruckend sein. Doch beachtet, dass ihre Verteidigung kostspieliger wird, wenn sie sich ausweiten. Und wir sind die stärkste Seite. Unser Königreich besitzt nun die mächtigste Streitkraft der Welt. Während alle Truppen an einer Stelle versammelt, könnte niemand eine Armee in die Schlacht schicken und unsere besiegen. Andere Herrscher sollten gut nachdenken, bevor sie uns verärgern. Genau, unsere Mission, Magdeburg. Baubericht, überall ein Trampelpfad. Das sollte eigentlich schon ein bisschen was besser erhöhen. Und wir haben Stadtmiliz hergestellt. Wie kommt's, dass wir so viele Stadtmilizen haben? In Bologna zwei Stück? Tatsächlich. Ach, kam es vielleicht... Wurden die automatisch? Warte, ich habe doch ausgewählt, dass sie nicht automatisch... Ich will das nicht automatisch regeln lassen. Das ist ja blöd. Deswegen hat er an meinem Verluste gemacht. Okay. Aber die sind unterhaltsfrei jetzt da, nicht wahr? Ja. Die blauen Bereiche sind dann unterhaltsfrei. Ich schau mal kurz alle Städte durch. Ich möchte das nicht automatisch verwaltet haben. Okay, dann geht's weiter. Die sind hier. Dann trifft sich diese Truppe mit vor den Toren an Hamburg. Und hier sehen wir auch schon die dänische Armee. Die hat es auch schon auf Hamburg abgesehen, aber das lassen wir nicht zu. Okay, das sind Rebellen, aber das ist bestimmt nicht schlimm. Wen haben wir hier noch alles? Venedig. Wir schicken die mal nach Westen. Gerne, mein Kaiser. Ja. Ja. Nee, Rebellenarmee, okay. Der bleibt weiter beim Wein, da ist er ganz gut. Ich bin Diener Gottes. Und du bist vollkommen korrupt. Okay. Die brauchen wahrscheinlich noch zwei Runden. Für das Reich! Ja. Euch zu Ehren werden wir angreifen, Kaiser. Nehmen wir nun reich. Die Mauern ein, mein Kaiser? Nein, doch nicht. Wir sind arm. Also die belagern noch, bis sie verstärken. Da ist auf die nächste Runde. Und Ungarn hätte gern Handelsrechte und Karteninformationen. Natürlich. Da ist sie sprachlos. Und die Papststaaten, ei. Ich habe Neuigkeiten von meinem Volk, mein Herr. Ach, die Papststaaten selber. Sie wollen Handelsrechte und natürlich nehmen wir das an. Eure Zustimmung ist ein Segen, edler Freund. Mir auch. Lebt wohl. Es war uns. Die Falle ist gestellt, Kaiser. Alles bereit. Also, wenn wir geeigneten Kandidaten zur Adoption. Nee. Ich würde gern bei meiner Seite bleiben. Wir brauchen nicht extra noch einen General. Das wäre Kaiser Heinrich. Nee, Gönner. Kaiser Heinrich der Streiter.
Ach, der wäre dann in seiner Familie dann drin, der Konrad von Nürnberg. Nö, wir nehmen den nicht. Dieser Mann ist von artiger Herkunft und würde keine Schande über die Familie bringen, würde er in sie aufgenommen werden. Möchtet ihr, dass man sich darum kümmert, damit dieser Mann in künftigen Tagen zu einem möglichen Thronfolger werden kann? Nö. Okay, Ausgaben gesammelt. Wir haben ein bisschen Gewinn gemacht. Dank den Straßen wahrscheinlich. Und, ja. Jetzt ist Frankreich die stärkste Seite. Es wird allgemein als Tatsache akzeptiert, dass dieses Volk die stärkste militärische Macht der Welt bestreitet. Sollte seine Macht noch weiter wachsen, so möge Gott den Seelen seiner Feinde gnädig sein. Diese Franzosen. Und Bau abgeschlossen. In Frankfurt die Minen. Eure Steinmetze Leibeigenen und Architekten haben ein wahrhaft beeindruckendes Gebäude errichtet. Ich sehe es. Das zweifelsfrei unzähligen Generationen dienen wird. Eigentlich ein gutes Zeichen, wenn wir so viel Erz haben. Es klingt aber auch furchtbar, wenn die Mine einstürzt. So, schicken wir mal Dietrich von Sachsen. Vorwärts. Dahin. Führe die Armeen zusammen, Kaiser. So, Hamburg können wir angreifen. Wir machen Kaiser. Kurz noch das andere. Ja, Kaiser. Die Stadtmiliz bleibt hier. Und wir gehen hier nach Norden. Marschiert! Genug marschiert irgendwo für heute. Hier soll ja eine Siedlung sein. Wir werden hier rasten. Die irgendwo sein soll. Oh, und wir sind auch bereit in Florenz. Okay. Wo ist meine Prinzessin? Da ist sie. Okay, sehr schön. Agnes ist noch da. Bin geh mal schön weiter. Ja, danke schön. Und jetzt geht's um Hamburg. Ja. Wir werden sie für euch besiegen, mein Kaiser. Will ich aber Hamburg zuerst angreifen? Belagerungstruppen melden sich zur Stelle. Es könnte ein sicherer Sieg sein. Wichtig ist eher Florenz. Für das Reich. Für den Ruhm des Reiches. Ja, das ist 1:1. Schlachtaufstellung. Eure Streitmächte greifen eine Armee der Rebellen an. Es sind italienische Rebellen. Und wir greifen eine Stadt an. Eher ein Dorf wahrscheinlich. Und das machen wir selber. Rechtsklick für weitere Informationen. Okay, hier sehen wir auch die italienische Miliz, Schwermiliz und Ambusschützen. Wir haben mehr Truppen, aber wir greifen an. Okay, rein Gott da. Schütze unser Vaterland! Auf in den Kampf! Ich warte noch. Vielleicht kommt eine Rede. Und so naht die Stunde der Schlacht. Ich schenke euch den Sieg, wenn ihr den Mumm habt, auf mein Geheiß zu kämpfen wie Reichssoldaten. Ich verlange nicht den Tod. Ich werfe kein Leben weg. Doch ich verlange, dass jedermann seinen Teil tut. Der Sieg wird sein Lohn sein. Diese aufständischen Wichte und Tunichtgute sind es nicht wert, dieselbe Luft zu atmen wie anständige Deutsche. Ehe es dämmert, müssen alle sterben. Das ist eine Gnade, denn sie alle haben reichlich den Galgen für ihren frechen Widerstand verdient. Alter, was ist denn der so wütend? Das klingt ja... Guten Stahl und Pflicht. Sehen wir, wie Gott es bereitet hat. Okay, gehen wir rein. Meine Güte, ist das... Aber Krieg ist brutal. Das war ja schon immer so. Da dürfen wir jetzt nicht irgendwie was Nettes erwarten. Also, das ist unser Bogenschützen. So, aber die wollen natürlich nicht die Mauern anreißen, sondern unsere Schwermiliz. Dann war auch unsere Leibwache des Generals. Können wir eigentlich schon starten. Schwupp. So, da können wir die hier mal nach vorne schicken, während ich das dann vorlese. Ich hoffe, der läuft dann weiter. Einmal eine Mauer, dann das und dann die nächste Mauer. Umkreisen wir das ein bisschen.
So, Leibwache des Generals, kraftvoller Ansturm, da müssen wir sie auch einsetzen. Die Bewachung dieser wahrhaft überragenden Truppe ist die Bewachung des Generals mit Kettenhemden und Plattenrüstungen geschützt und mit Lanzen bewaffnet. Haben diese Krieger auf dem Schlachtfeld nicht viel zu befürchten und sind furchterregende Gegner. Sie folgen loyal ihrem General, wohin er auch geht. Die sind auch relativ stark, 16 Verteidigung, 14 Angriff, nochmal ein Bonus, fast von der Hälfte, mehr als die Hälfte. Nicht schlecht. Also die Bogenschützen können wir eigentlich auch schon nach vorne schicken, die können wir ein bisschen schießen. General, weiß ich noch nicht, wo ich den hinschicke. Die sehen auch schon edel aus. So, das sind die Tore mit den einfachen Türmen. Rein da. Oh, da hat jemanden erwischt. Oh, sie macht das Tor jetzt schon auf. Oder doch nicht. Die wollen uns reinlegen, okay. Aber wir haben zum Glück zwei weitere Rammböcke und wir sind schon durch. Okay, wir sind durch die Mauern des Feindes! In die Bresche! Auf zu Ruhm und Triumph! Ja, auf zu Ruhm. Wir schaffen das. So, rein da. Das sind leider... Okay, leichte Infanterie, die können wir weghauen. So, Speerträger, dann schauen wir mal, wie die darauf reagieren. Das sieht eher gefährlich aus. Ich würde nicht einfach reinstürmen, das könnte... Ausgezeichnet! Wir haben die feindlichen Mauern durchbrochen! Ja, durch. So, Reiter nach oben. So, und ihr rennt hier rein, haut die dann weg. Hier am Tor, die greifen von hinten an. Der General stürmt hier rein. Oh, die kämpfen jetzt schon. Ich würde alle mal auf Bewachen einstellen, damit sie nicht wegrennen. Unsere Soldaten haben die Mauern des Feindes eingenommen. Also ich wünsche, ich könnte die Kamera nach unten drehen, aber das kriege ich irgendwie nicht hin. So, ihr greift jetzt von hinten an. So, was ist das? Leichte Infanterie. Okay, dann stellen wir unsere Kavallerie mal dahin. Und hauen die nächsten weg. Die werden es von beiden Seiten platt gemacht. Das ist natürlich ein... Genau. Die Niederlage ist fast sicher. Die wissen es jetzt schon, was passiert. Okay, bevor ich die angreife, würde ich erstmal die hier ran retten. Das heißt, weg von der Mauer, damit wir auch reinkommen. Und da stürmen wir auch schon rein. Die da oben werden beschossen von den Pfeilen. Okay, das ist schlecht. Und zurück. Die wollen uns jetzt schnappen. Was machen wir jetzt mit denen? So, rein mit euch. Das ist schlecht für eine Kavallerie. Wir machen mal sammeln, aber ich glaube, das bringt nicht viel. Sind die hier fertig? Nein, die kämpfen noch. Haut mal die da weg. Können die das? Ich hoffe mal. Obwohl, die sind ein bisschen weiter weg. So muss ich drehen. So, jetzt stürmen wir rein und hauen die nochmal weg. Und dann hätten wir das hier, glaube ich, auch. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig! Sehr gut. Schicken wir die Bogenschützen mal rein, dann will ich die mal von der Seite abfeuern. Der feindliche General flüchtet, dieser Feigling! Vorwärts! Und zermalmt den Feind! Ja, mal rein da, weg mit den allen.
Hier ist das das Dorfzentrum. Bewegen wir uns auch gleich mal hin. So, dann nehmen wir die mal mit. Bogenschützen können wir auch gleich mitnehmen. So, kommt mal hin. So. Stellen wir mal aus. Vielleicht können wir die einfach so abfeuern. Gemacht. Dann stellen wir uns mal da auf. Und schicken einfach mal die Infanterie rein. So, das sind auch schon den General, beziehungsweise den Hauptmann der feindlichen Streitkräfte hier. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, ja, ist der Sieg unser. Diese Bogenschützen sind schon da. Unsere Männer haben das Kommando über die Stadt. Vielleicht können die mal hier zur Seite ausbrechen. Wir haben die Kontrolle über die Stadt verloren. Ja, ist auch gerade umstritten, deswegen, was soll's. Ach, die können hier rüber. So, brecht mal da raus. Feind des Reiches liegt tot zu unseren Füßen. Und da ist er auch schon weg. So, vielleicht sollen wir einfach mal reinfeuern. Das wäre vielleicht witzig. Obwohl, das lohnt sich schon gar nicht mehr. Wir haben schon gewonnen. Zwei Leute sind noch da. Und es ist vorbei. Er ist noch tapfer. Und das war's mit ihm. Oh, es ist noch nicht vorbei. Wir haben noch Bogenschützen da. Das schafft unsere Kavallerie. Die haben ja ihre Armbrustschützen, das habe ich komplett vergessen. Hier rüberfeuern, dann will ich das noch vorher machen. Ah, da. Das war übel. So, stopp. Und rein da. Wir haben die feindliche Armee geschlagen. Jetzt ist es Zeit, die Schweine zu zerquetschen. Ja, das machen wir noch. Der General dreht in der Karte so durch. So, die wollen natürlich in die Dorfmitte rein. Weil sie sich dort eigentlich immer erholen, aber jetzt geht's ab. Da kommen sie nicht vorbei. Das Reich hat seine Überlegenheit durch diesen Sieg bestätigt. Galaxio. Okay. Ein klarer Sieg. Wir haben leider 100 Leute verloren. Aber obwohl es ausgeglichen war, von dem Kräfteverhältnis, haben wir es gut gemacht und der Leibgeneral hat eine Erfahrung erlangt. Sehr schön.